Wir starten in die fünfte Runde. Sobald wir eine Runde verlieren, sind wir hier raus. Das ist kein gutes Zeichen hier. Warum hängt das? Ja, jetzt klappt's wieder. Kurz gucken, Gegner hat mich angeschrieben. Hi, good luck. Jo. Dir auch. Gegner fängt an. One-Lander. Wir spielen übrigens gegen Madu Knights. One-Lander ist hart. Sowas machen wir nicht. Besser. Nicht gut, aber besser. Ein One-Drop wäre schon wichtig. Gegner spielt Loris. Bin mal gespannt, ob der jetzt überhaupt noch aufs Feld kommt. Gegner hat immer noch 4 Fighters One drin. Ich weiß nicht, die hätte ich vermutlich rausgetan, wenn Loris nicht mehr so häufig aufs Feld kommt. Ja, obwohl er hat ja so Zombie Knight drin mit Corpse Knight und so. Gut, der Großteil von seinen ist halt Human, ne? Also es ist immer noch ein Einmaner. Plus 1 indestructible. Wir tun Steamkin weg. Hoffen mit Rubber vielleicht auch dem Gegner einige Sachen klauen zu können. Der Gegner startet hier aggressiv. Wir haben einen One-Drop gefunden, das finde ich ganz cool. Denn so ein Turn 2 Pump Knight würde ich schon wegschießen wollen. Gegner greift erst an, haben wir gar nichts gegen. Das nehmen wir erst einmal. Den Schock würden wir uns lieber für andere Karten aufbewahren. Ist unwahrscheinlich, dass wir damit den Knight da anvisiert hätten. Das ist ein deutlich besseres Target für unseren Schock. Castle Embereth, schön, dort ein drittes Land zu haben. Rubber, das dauert noch. Wir probieren hier einfach eine größere Kreatur zu machen. Werden wir nicht blocken. Noch ein Ruffy Knight. Können wir leider gerade nichts gegen tun. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er den Knight gegen einen unserer Spells tauschen wird. Und dann können wir Light Up Stage casten diese Runde. Also Light Up Stage können wir so oder so casten. Und wir wären nicht traurig, wenn er hier tradet. Na? Überlegt er doch. Nee, hätte mich sehr gewundert. Und ich glaube, das hätte uns einen Vorteil verschafft, wenn er geblockt hätte. Wir kommen jetzt natürlich in den Bereich, wo wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Runde Torbrand casten können. Dachte ich. Haben aber kein Land gehittet. Gut, aber rein statistisch sollte in den obersten 3 Karten unseres Decks ein Land sein. Also muss ganz klar unser Draw jetzt ein Land sein. Statistik lügt nicht. Keine Blocks. So viel dazu. Also Torbrand hat sich erledigt. Aber nicht unbedingt. Wir können Runaway Steamkin. Also wir können Worthy Knight töten. Runaway Steamkin macht dann genug Mana für Torbrand. Wir können auch Rimrock Knight verwenden diese Runde. Die Frage ist, wollen wir erst angreifen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall töten wir den Worthy Knight. Dann macht uns hier eh schon Probleme. Und wir greifen mit Steamkin an. Round timer started. Weil wir den nochmal pumpen können.
Ja, ein einfacher Block wird hier nicht reichen, um unseren Steamkin zu töten. Wir machen den ein bisschen größer. Ja. Nächste Runde haben wir den Robber nicht mehr. Wir haben aber Robber of the Ridge und Rimrock Knight nächste Runde am Start. Vor allem, der war ja zu sehen, oder? Doch, ja, der war zu sehen. Verstehe nicht genau, warum er da nicht eine zweite Kreatur drangehangen hat. So ein 1-1er, um unseren Steamkin zu töten. Oder war der von der Hand? Nee, der war aus dem Exil, oder? Ich glaube, der war aus dem Exil. Ich weiß nicht genau, auf welche Art von Response wir hier warten. Naja, Indestructible könnte er hier geben. Ja, okay. Ja, okay. Das war ein okayer Zug. Ganz klar. Achso, das muss der Untap kommen lassen, weil das hier kein schwarzes Mana macht. Ich würde sagen, das lassen wir durch. Er hat jetzt quasi die Wahl, ob er sich Lurrus auf die Hand nimmt oder uns mehr Schaden macht. Er entscheidet sich dafür, Lurrus auf die Hand zu nehmen. Ach, Mist. Ich hätte den Rimrock Knight nicht spielen sollen. Ich hätte erst gucken sollen, was ich mit Robber of the Ridge treffe. Na gut, hat glücklicherweise keine Rolle gespielt. Das für nächste Runde wäre das recht relevant, weil es ein Instant ist. Genau deswegen tradet er hier auch. Damit wir den nächste Runde nicht zur Verfügung haben. Der Gegner hat hier mit Knight of the Even Legion eine starke Karte. Wir müssen ein bisschen darauf hoffen, dass wir hier noch was ziehen. Blocken wir nicht, kann hier hochgehen auf 7. Macht aber nicht, will den Lurrus casten. Kann den Knight vom Friedhof holen, den 2-1er. Ach, das Spiel ist eigentlich vorbei. Schade. Na gut, ist Game 1, ne? Scorched Bitter. Bringt uns hier nicht weiter. Unsere Blocks sind schlecht. Ne, conceden wir. Gehen wir in Game 2. Was wollen wir hier? Wir wollen Tybalt, weil der super blockt. Wollen wir Red Cap Melee? Ist hauptsächlich weiß, oder? Ja, ziemlich weißes Deck. Rimrock Knight ist hier nicht so geil, weil der nicht blockt. Claim the Firstborn ist nicht so gut. Ich würde sagen, wir belassen es bei 2 Tybalt. So, Runde 2.
Wir fangen an, aber nicht mit dieser Hand. Nicht gut, aber besser. Werden wir halten. Wir tun Mountain weg. Turn 1, Turn 2. Hoffentlich irgendwas nachziehen, um den Steamkin größer zu machen. Und dann probieren, über Embercleave zu gewinnen. Spielt unser Gegner Embercleave? Ne, unser Gegner spielt kein Embercleave. Gegner scheint Zeit zu haben oder eine sehr, sehr schwierige Hand zu haben. Mountain weg. Scorch Spitter go. Was wollen wir denn eigentlich ziehen? Schwierig zu sagen. Das ist natürlich ziemlich gut gegen unseren Scorch-Spitter. Oh, er geht aggro. Oh, schade. Weil wenn wir zwei Schaden machen und der immer einen, ist das auf Dauer gut für uns. Ui, nächste Runde brauchen wir irgendwas für drei. Weil wir wollen mit den Karten auf dem Board nicht nächste Runde nichts tun. Wir wollen in dem Deck eigentlich nie Runde 3 nichts tun. Ja, das lassen wir durch. Oh, Schock. Nicht gut. Aber geht auch schlechter. Wir könnten den Knight loswerden und für 4 angreifen. Bringt uns alles etwas näher an Embercleave. Macht unseren Steamkin größer für Embercleave nächste Runde. Sorgt dafür, dass wir ungeblockt angreifen können. Und die gegnerischen Lebenspunkte schon mal ein bisschen niedrig zu halten. Fight as one. Na gut, so wissen wir es wenigstens. Dann natürlich kein Attack. Nächste Runde hat der Steamkin. Also wir müssen halt mit beiden angreifen. Steamkin hat dann 4-4 mit Double Strike. Scorch Spitter verlieren wir vermutlich. Okay. Einverstanden. Mit Embercleave gewinnen wir einen Race. Sehe keinen Grund dazu, hier zu blocken. Wir brauchen unsere Kreaturen. Er spielt einen Blacklands Paladin und Corpse Knight. Okay. Ja gut, wir probieren's. Vielleicht hat er noch einen Fight as One oder so. Aber unsere beste Win-Chance ist Embercleave. Wir warten die Blocks ab. Es würde mich sehr wundern, wenn er nicht Scorch Spitter blockt. Also wenn er Steamkin blockt, ist fast safe, dass der einen Fight as One hat. Aber würde er dann so lange überlegen? Dann auf den Scorch Spitter, um unsere Kreatur zu behalten. Ja, Fighters One fickt uns halt, ne? War keine Chance. Announcement received. Oh.
Okay, wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Embercleave ist auf dem Board. Das Damage Race sieht nicht gut aus. Ach, schade. Ich befürchte fast, wir verabschieden uns mit einem 3-2 aus diesem Turnier. Was aber im End positiv ist. Wäre ich hier auf den Steamkin gegangen, hätte ich 8 Schaden gemacht. Wäre runter auf 6. Wäre das besser gewesen? Also, jetzt, wo ich weiß, dass er das Fight as One hat, ja, na klar. Aber ich habe ja darauf gespielt, dass er es nicht hat. Und dann wäre es, glaube ich, einfach besser gewesen. Weil eins hat er schon verbraucht. Okay, Fervent Champion Tybalt klingt gut. Weil wir dann Embercleave haben und Blocker haben. Wir können den Fervent Champion blocken und durch Erstschlag Venerable Knight töten. Aber kriegen wir diese Runde nicht so viel Schaden. Außerdem macht das unseren Runaway Steamkin groß. Moment, welche Antwort kann er hier auf den Steamkin haben? Was hat er für Instants? Er hat Dire Tactics als Instant. Das ist wahrscheinlich. Ja, das sind im Grunde seine Instants. Also er hat zweimal Dire Tactics im Mainboard. Ist die Frage, im Sideboard hat er noch... Nochmal zwei Dire Tactics. Boardet er die gegen uns? Schwierig zu sagen. Also Embercleave Equip, Angriff für theoretisch 11. Hätte er ja nicht gemacht, wenn er nicht irgendwas hätte. Deswegen gehen wir die Route über Tybalt als Blocker. Und greift mit Steamkin plus Fervent Champion an und Embercleave auf Fervent Champion. Da haben wir unseren Damage auf zwei verschiedene Karten aufgeteilt. Und, ja. Ich rechne mit Dire Tactics hier. Sonst hätte er ja nicht mit Allemann angegriffen. Wenn er es nicht hat, Blacklands Paladin als Blocker, wäre aber eigentlich voll schlecht gewesen gegen Embercleave. Was triggert eigentlich zuerst, wenn ich mit einem von Tybalt's Fiends den Knight blocke? Darf er erst die Marke verteilen oder darf ich erst den Schaden schießen? Oh, wie war das mit aktiver und nicht aktiver Spieler? Habe ich gleich die Chance, was zu lernen? Ja, da ist das Dire Tactics. So, aber wir haben immer noch eine Kreatur und wir haben Schaden gemacht. Das wäre aber gleich eigentlich ziemlich wichtig zu wissen, ob ich beide tot kriege, wenn ich den Knight blocke. Weil mehr Schaden verhindere ich, indem ich den Champion blocke. Da wäre natürlich cool, wenn ich beide tot kriege. Worthy Knight, okay. Das wäre eine Creature. Ja. Also Worthy Knight ist hier potenziell nochmal 2 Damage. Ich gehe einfach, sagen wir mal, den safen Weg. Ich möchte hier möglichst wenig Schaden nehmen. Blocke dazu den Fervent Champion. Das war übrigens auch ein Fehler von ihm, das hier auf den Knight zu machen. Also, auch Corpse Knight wäre safer gewesen. Gut, jetzt kann er das allerdings noch auf Corpse Knight legen, wenn er es geschickt macht. Ich würde es auf Corpse Knight legen. Das ist wieder ein Schadenspunkt. Ja. Ja, 3 Schaden. Okay. Hat er noch einen One-Drop? Ja, ne? Dead Raid ist nicht wahr. Okay. Ich habe das Gefühl, er kann uns gerade nicht so gut angreifen und eine Embercleave nächste Runde ist nice.
Na, sind wir noch drin? Sind wir noch drin hier? Gehen wir in Game 3? Was hat er gezogen? Wäre es ein Removal-Spell, müsste er wahrscheinlich nicht lange nachdenken. Also gehe ich davon aus, dass er kein Dire Tactics gezogen hat. Greift nicht mit Fervent Champion an. Interessant. Alles in mir sagt Block Corpse Knight. Block Worthy Knight. Wenn er einen Fight as One hat, hätte er sonst den Corpse Knight höher kriegen können, um Torbrand zu töten. Und so würde nur der Devil sterben und ich würde einen Schaden auf Champion machen. Also er kann halt beide damit retten, aber so kriege ich den gegnerischen Champion tot. Blacklands Paladin, warum hat er denn dann nicht mit Fervent Champion angegriffen? Da wollte er den als Blocker haben. Alles ziemlich knapp hier. Ja, aber damit sind wir raus. Fast sicher. Ja. Wir gehen auf 1 und ziehen ein Land. Good Game. Das Turnier ist für uns vorbei. Sehr schade, aber wir sind 3-2 rausgegangen. Ich werde mir in nächster Zeit mal das neue Meta angucken, ein bisschen zocken. Muss mal gucken, zu wie viel ich da komme, wegen Arbeit und so. Und euch viel Spaß beim Selberspielen.